kennt mich doch. So jemand bin ich nicht. Mir ist Applaus nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass meine Arbeit geschätzt wird. Auch nur noch zweimal die Woche. Aber ich bin echt so total Understatement. Also Leute, die mich kennen, die wissen das. Mir ist das nicht wichtig, der ganze Quatsch und hier Applaus und so. Einfach nur schön, dass wir jetzt wieder eine Sendung machen. Und zwar unter ganz neuen Bedingungen. Nur der Sven scheint mir so ein bisschen, ich sag mal, steif zu sein. Da ist, also irgendwas stimmt mit Sven heute nicht. Aber klar, ist ja nur Quatsch gemacht. Der Sven ist nämlich nicht da. Jetzt werden die ersten aufmerksamen, kritischen Zuschauer sagen, ja, ja, ist ja klar. Katrin Mühlemann, alles weggekürzt. Hier, das ist doch totale Scheiße. Nein, ist doch gar nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Sven ist nur im Urlaub und er ist nicht für immer weg. Und der moderiert jetzt auch nicht Liebe, Sex und Videos. Wobei also seine Kompetenzen da unglaublich gut untergebracht werden. Aber nein, der Sven ist im Urlaub für diese Woche und kommt nächste Woche wieder. Das ist die erste Sache, die neu ist. Über zweimal die Woche haben wir schon geredet. Viele Leute werden jetzt denken, oh Mann, da wird die Qualität sicher leiden. Nein, also wir werden weiterhin stagnieren. Also wir haben auch nicht vor, besser zu werden, aber auch nicht schlechter. Also auf dem Level müsst ihr euch jetzt mit abfinden. Das bleibt jetzt also alles so mittelmäßig super. Aber ganz große Riesenveränderung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch in den Fingern spürt. Ist ja ein ganz anderes Gefühl. Wir sind live. Live. Also alles live. Da passieren ja, können ja total super Sachen passieren. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ich was zwischen den Zähnen habe, das kannst du nicht mehr rausschneiden. Und das ist eine Riesenmöglichkeit fürs Publikum. Ne? Die können jetzt also flitzen, wenn sie wollen. Wer jetzt zu Hause zuguckt und ganz schnell ist, kann noch versuchen, ganz schnell in die Schanzenstraße nach Köln zu kommen und Bomben zu werfen oder irgendwie an den Secure. Also ihr könnt, jeder, der will, kann diese Sendung jetzt stören. Ganz im Ernst, ich finde es jetzt nicht so wichtig, verstehe nicht so richtig, warum da jetzt so ein riesen Bohai, Brumborium um diese ganze Geschichte gemacht wird, um live sein. Was soll das? Wer hat sich das ausgedacht, Redaktion? Oder was soll das denn? Ist doch ja live. Kann man doch das... Oh, das ist so typisch Musiksender, oder? Wir machen ein bisschen was anderes jetzt hier. Alle müssen es sehen. Gut, der Sarah kommt ja die Show live. Aber was viel wichtiger ist, Michael Wege ist heute wieder mit dabei. Und wie ist... Oh, wir haben einen Michael Wege-Fan. Ich freue mich. Einer ist da. Sehr gut. Du musst heute befriedigt werden. Denn Michael Wege war... Michael Wege war nämlich bei der Premiere von Alexander und hat da Angelina Jolie, Oliver Stone, Colin Farrell unter anderem hart belästigt. Es war wirklich, es hat beim Wehtun vorhin schon wehgetan. Es wird also ein ganz, ganz, ganz großer Spaß für euch. Das nachher. Und dann kommen wir doch zu dem, warum alle Menschen hier sind. Wer ist denn heute wohl zu Gast? Heute ist der absolute Redaktionsheilige. Ein absoluter Supertyp, der böse Wolf im Indie-Schafspelz, Prinz Charming of Songwriting hier. Gottverdammte Scheiße noch eins, und auch das kann man machen, wenn man live ist. Gottverdammte Scheiße noch eins, bei uns zu Gast ist sowohl auf der Bühne als auch im Talk Adam Green! Adam Green! Erregt und auch die Redaktion steht wirklich Kopf. Also alle pullern sich ein und sagen, das hat der Adam Green vorhin zu mir gesagt und mich hat er angefasst und alle sind ganz aufgeregt und es wird großartig. Wir wollen dann doch aber jetzt gerne zum Tagesprogramm überkommen und zwar haben wir jetzt einen Monat lang nicht gesendet und in diesem Monat sind sehr, sehr viele Sachen passiert. Ne? Also ich weiß, muss das die ganze Zeit hier hängen? War das der Plan, dass das hier immer, also die ganze Sendung, dass alle sehen, dass live ist? Wir haben also, da sind ja sehr viele Sachen in der Welt passiert, ne? Also schöne Sachen, aber auch schlechte Sachen. Aber unsere beste Freundin, die Presse, war immer dabei und hat es immer kommentiert. Und deswegen haben wir vor, so eine Art Worst-of-Pressemeldung der letzten 4 Wochen zu machen. Und glaubt mir, es ist einiges an Scheiße zusammengekommen. Wir fangen an mit einer Sache, wo wir gerade bei Adam Green waren. Der ist ja jetzt so ein Supertyp. Und dann habe ich neulich im Musikexpress ein sehr schönes Interview mit dem gelesen. Und ganz am Ende vom Musikexpress stand, der Adam Green, der muss jetzt weg, der muss zur Bravo. Und ich so, super witzig, die Typen vom Musikexpress sind auch immer sehr, sehr lustig und dachte, das ist ein Wahnsinnswitz. Ich habe wirklich herzlich gelacht und dann kriege ich die Bravo heute und dann ist Adam Green da drin. Und zwar in echt und totale Verwirrung, was sucht der denn da? Und dann auch mit so komischen Fotos, was haben die sich denn gedacht? Guck mal hier, einmal Adam Green in der Bravo. Hä? Aber noch viel schöner, Adam Green entdeckt die Penisseiten der Bravo. Hä?
Und dann aber die Bravo-Redakteure so, ey Adam, wenn du mal so machen könntest, so, hä, was soll das denn mäßig? Und dann, weil Adam Green ja sowieso eigentlich aus der Skater-Szene kommt, komm, wir stellen ihn noch mal vor so ein Graffiti. Die jungen amerikanischen Künstler, die wollen da immer stehen. Und da steht aber daneben, dass Adam Green angeblich so beeindruckt gewesen wäre von dem Graffiti, dass er da unbedingt fotografiert worden wollte. Aber muss man jetzt der Bravo auch nicht glauben. Waren da ganz verwirrt, aber ganz im Ernst, wenn das bedeutet, dass sogar die Bravo-Leser, die ja also so anders, erfrischend anders sind, wenn die jetzt sogar anfangen, gute Musik zu hören, kann ich damit sehr gut leben, dass Adam Green in der Bravo ist. Es ging aber weiter, wo wir gerade dabei sind, dass wir jemanden wie zum Beispiel Adam Green ganz doll in unser Herz geschlossen haben. Ich habe ja noch jemanden ganz doll in mein Herz geschlossen, und zwar den Prinz-Nazi, ne? Der Prinz Harry. Der hat ja, was ich nicht so doof finde, sich, hier nochmal zur Erinnerung, als Nazi verkleidet. Also eigentlich hat er nur so eine Binde um und oh Gott, und er trinkt und säuft und alles schön und raucht, oh, pfui, Zigarette. Hat sich also als Nazi verkleidet und alle Leute haben total am Rad gedreht. Und ich verstehe das nicht, ich finde das gar nicht schlimm. Es gibt auch eine relativ einfache Erklärung dafür, und zwar ist, ich will das hier nicht mehr. Im Esquire ist eine Umfrage drin gewesen und jetzt haltet euch fest, 11% der Briten glauben, dass Hitler eine fiktionale Figur ist. Das bedeutet, nur mal kurz, um das auf Prinz Harry anzuwenden, der konnte dafür gar nichts. Der dachte, Prinz Harry dachte, er verkleidet sich als Comicfigur. Das ist quasi, ja, das ist quasi, unterm Strich ist das so. Ja, das ist unterm Strich so, als wenn ich mich als Lukas Hilbert verkleiden würde. Das konnte er nicht wissen, ne? Deswegen ist ihm überhaupt gar kein Vorwurf zu machen. Und ich möchte noch, in der gleichen Umfrage stand, also 11% der Briten glauben, Hitler war also so fiktionale Figur, aber 5% der Briten glauben, dass Conan der Barbar tatsächlich existiert hat. Ganz im Ernst, das sind Sachen, für die ich eine schriftliche Entschuldigung fordere von England oder Großbritannien, ne? Und nicht dafür, dass er sich hier einen süßen Witz macht. Meine Güte, sind nämlich alle schon mal als Nazi verkleidet beim Karneval gewesen. Alles besser als Lukas Hilbert. Dann weiter. Eine ganz, ganz schöne Meldung fand ich, völlig ironiefrei. Die Gültern hat einen Mann. Gültern hat einen Freund endlich. Gültern, die hatte sehr lange keinen Freund. Die hatte, ja. Aber jetzt hat Gültern einen Freund gefunden. Und zwar habt ihr es gelesen, es ist der Sohn von Kamps. Der Typ, der Bäcker-Diktator. Der, dem alle Kamps-Filialen gehören. Und dann sieht man ja vor seinem inneren Auge, alles klar, Zeitungen müssen darüber berichten. Richtig? Das ist sehr spannend. Das ist die Gültern, das ist der Kamps-Typ, der ist reich, viele Brötchen. Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge eine Redaktionssitzung bei der Bild-Zeitung, ne? Und die sitzen also alle da und dann denkt man, okay, was könnte zu so einem Artikel die Überschrift sein? Und ich wäre dann auf sowas gekommen wie, Liebe geht durch den Magen oder bei den beiden verdient er die Brötchen oder irgendwie sowas. Und dann ist aber was passiert, was meine heimliche Vermutung, dass die Bild-Zeitung eigentlich ein intellektuelles Magazin ist, bestätigt hat. Die Bild-Zeitung hat die allerschönste Schlagzeile genommen, die es so gibt. Und zwar, Backe, Backe, Liebe. Backe, Backe, Liebe. Gültern hat einen Freund, der hat Brötchen, den sein Vater. Oh, ganz im Ernst. Ey, machen wir uns nichts vor. Jeder von uns ist wahrscheinlich zu blöd zum Kacken, aber das kriegen wir doch wohl noch hin. Das kriegen wir doch wirklich noch hin. Und jetzt, wobei, so sieht das ganz hübsch aus eigentlich, oder? Das ist wie eine sehr große Haarspange. Jetzt aber kurz ernstes Thema. Es gab natürlich, und wir wollen das nur ein bisschen ignorieren, auch noch was tatsächlich Schlimmes, nämlich dieses Seebeben in Südostasien. Und ich muss bei allem Respekt zu Opfern, zu Familien, zu Angehörigen sagen, dass die Berichterstattung zu dieser Flutwelle die allergrößte Oberscheiße war in Deutschland, die ich je gesehen habe. Ich war wirklich tagelang wütend vorm Fernseher. Es ist der allergrößte Dreck gesendet worden. Es gab Reporterinnen, die Menschen fragen, die offensichtlich Familie verloren haben, die dann noch fragen, was kommt da jetzt in ihnen hoch? Ich denke nicht, dass bei Focus TV, Spiegel TV, RTL, N24 Reporter so scheiß rhetorische Fragen stellen müssen. Fand ich ganz schlimm. Dann sah man bei Big Brother irgendwelche Leute, die schon vor einem Jahr rausgeflogen sind,
die wurden schnell noch rangekarrt, weil die zufällig 10.000 Kilometer entfernt auch da waren. Dann konnte man die schnell noch mal ins Studio holen und sagen, wie hast du das eigentlich erlebt? War das eigentlich auch sehr schlimm für dich? Also wirklich die schlimmste Berichterstattung über eine Naturkatastrophe meines Lebens. Und dann, was alles getoppt hat, war eine Meldung in der, wer hätte das gedacht, Bild-Zeitung, in Zusammenarbeit mit Sonja Krause. Sonja Krause hat tatsächlich, war da, so, Sonja Kraus, ach was, na egal, die Blonde, die mit den Brüsten, war da und erzählt also der Bild-Zeitung einen O-Ton, wie gruselig alles war. Und das ist das Schlimmste, was ich in meinem Leben gehört habe. Und zwar folgendes: Morgens um 9:30 wurden wir von panischen Schreien geweckt, die Flutwelle kam so schnell. Ich habe mir nur ein Kleidchen übergeworfen, für ein Höschen blieb keine Zeit. Und bei aller Liebe, das ist der Punkt, wo ich denke, habt ihr einen Arsch offen? Es ist mir scheißegal, ob Sonja Kraus harte Nippel vor Angst hatte. Also so, ganz im Ernst, sowas möchte ich nicht lesen. Es ist egal, ob Sonja eine Hose anhatte oder einen Jogginganzug oder nackt war. Ganz, dass sie wirklich so eine Versexung in so einem Medium machen, fand ich schlimm. Böse Sonja Kraus, böse, böse Bildzeitung. So, aber es gab ganz zum Schluss noch was total Gutes. Die Specks hat unseren Namen gedruckt. Die Specks! Die Specks hat es bis jetzt nur geschafft, ihre heimliche Liebe zu uns ganz, ganz leise online zu machen. Ganz versteckt. So ein bisschen Norkutna ist ja auch irgendwie okay. Und jetzt sind wir in der Specks und zwar gedruckt. Können wir... Ah! Ach so, guck mal. Und zwar hat die Specks einen total schönen Jahrespoll gemacht. Die waren die einzigen. Die ganzen anderen Musikzeitschriften kommen erst jetzt. Und da haben die quasi ihre Leser aufgefordert, so Sachen zu bestimmen, was also die tollsten Typen des letzten Jahres waren. Und dann gab es aber auch noch Arsch des letzten Jahres. Und es fing so an. Guck mal, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ein bisschen zu klein ist. Da, George Bush, Dieter Bohlen, Dieter Gorni, der Typ, der Fast Forward abgesetzt hat. Klar, wer sollte das sonst sein? Edmund Stoiber, mein Chef, Stefan Raab, Angela Merkel, Roland Koch, Sarah Kuttner. Hä? Sarah Kuttner ist Arschloch des Jahres und bitte vor Lukas Hilbert? Entschuldigung? Entschuldigung, ich kann total gut damit leben und ich kann es wirklich verstehen, dass ich Arsch des Jahres für die Specksleser bin. Ist quasi sowieso mein Ziel für das Jahr 2004 gewesen. Aber ich bin nicht schlimmer als Lukas Hilbert. Und ich bin auch nicht schlimmer als Sido und als Gerhard Schröder. Hinter mir ist der von J-Lo. Wer ist eigentlich der von J-Lo? Wer ist das in dem Fall? Ben Affleck zählt ja nicht mehr. Keine Ahnung. Der andere. Der von J-Lo. Und Lukas Hilbert hat nur 0,8% und ich ganze 1,15%. Fanden wir ganz schlimm, habe ich schon überlegt, ob ich einen bösen Brief schreibe. Und dann haben wir entdeckt, dass wir auch noch auf einer guten Liste sind. Und zwar, ich zeige es jetzt nicht, weil das war eben sehr, sehr schlecht zu sehen. Und zwar bei Musiksendung, beste Musikfernsehen, Musiksendung im deutschen Fernsehen. Wer hat es auf Platz 3 geschafft? Jetzt. Und wir sind live! Wir sind die beste Live-Musiksendung! Live! So. Ach, eins noch. Oh, eine ganz hübsche Sache. Specks, kann man sich ungefähr vorstellen, ist quasi ein sehr doch mit Liebe gemachtes Magazin für ungefähr 500 Leute, die es lesen. Aber diese 500 Leute sind tolle Typen und sehr eigen, sehr intellektuell, sehr Indie. Und die Specks hat aber auch noch gefragt, was war euer liebstes Modelabel des Jahres 2004? Und ihr glaubt nicht, was auf Platz 13 ist, Dolce & Gabbana. Die Specksleser tragen Dolce & Gabbana oder was? Ich denke wohl nicht. Der Fairness halber hat sich die Specks selber so ein bisschen verwirrt dazu geäußert. Und dann dachten wir, ey, kann ich das jetzt abmachen? Wissen alle, dass wir live sind? Ist das klar? Sind wir live? Ja. Und funktioniert super, ganz toll. Oder nur so halb? Ach so, ist gut, sehr, sehr gut. So, und dann haben wir gedacht, ey, wir wollen auch. Wir sind ja sowieso sehr bekannt dafür, dass wir Sachen immer so nachmachen. Ne? Also wir haben nie eigene Ideen, wir machen immer nur andere Leute Sachen nach. Zum Beispiel Adam Green, ne? Der war jetzt in der Bravo, dann wollen wir den auch haben. Und wir haben beschlossen, wir machen unseren eigenen Poll, so ein bisschen angelehnt an den von der Specks und haben vor der Sendung dieses unglaublich gut aussehende, nur wegen Adam Green hier seiende Studiopublikum gefragt nach bestimmten Kategorien und da sind so, so schöne Sachen bei rumgekommen. Und zwar, das war jetzt nicht so richtig verwunderlich, wir hatten gefragt nach Künstler des Jahres, wer könnte das wohl geworden sein? Ey, ihr habt das ausgefüllt. Ihr habt das doch ausgefüllt. Habt ihr die Raab-Zuschauer das ausfüllen lassen? Ach scheiße, das passiert so schnell in der Live-Sendung. Kann so schnell, das hätte man jetzt super rausschneiden können. Ich hätte ein ganz anderes Thema gemacht.
was soll's. Als Künstler des Jahres wurde von euch gewählt Adam Green. Tatsächlich war die Mehrheit dafür, Adam Green zu nennen. Die Redaktion, wir haben natürlich auch noch so einen eigenen Poll gemacht, war leider anderer Meinung und hat sich für Money Brother entschieden. Es macht aber nichts, wie wir... Aus welcher Ecke kam das hysterische Lachen? Was sollte das bitte? Ja, natürlich kommt Money Brother bei uns immer. Wir haben einen Exklusivvertrag mit dem. Gut, dass du so nah am Ausgang sitzt. Gut, dass du so nah am Ausgang sitzt. Wenn du dir von deinem Freund gleich zeigen lassen möchtest, wo es rausgeht. Dankeschön. Ist ein klassisches Live-Problem. Ist ein klassisches Live-Problem. Leute brüllen rein und man will das gar nicht. Gut. Weiter ging es mit Arsch des Jahres. Da habt ihr euch das auch total einfach gemacht. Und zwar, alle Kinder haben gesagt, George Bush. Aber George Bush ist wie Michael Jackson. Total einfaches Opfer zum drauf rumprügeln. Wir von der Lischow-Redaktion haben es uns viel, viel schöner und schwerer gemacht. Der Arsch des Jahres ist die Deutschquote bei uns. Auch wenn das jetzt vielleicht als Mensch nicht so richtig zählt, aber kann man schon machen, oder? Also unsere persönliche Arsch des Jahres, die Deutschquote. Dann bei Held des Jahres, und jetzt wird mir langsam so ein bisschen langweilig bei euch, habt ihr wieder Adam Green gesagt, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die Redaktion findet auch, dass Adam Green der Held des Jahres ist. Way! Ich möchte mal sagen, dass einer von euch sich selbst bei Held des Jahres genannt hat. Da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, wer das wohl gewesen sein kann. Dann wurde noch gefragt, peinlichster Lieblingssong. Ist es euch vielleicht doch eher peinlich, wenn ich es jetzt sage? Es wirft ein ganz, ganz schlechtes Licht auf euch. Kurze Publikumsabstimmung. Soll ich sagen, was euer peinlichster Lieblingssong ist? Oder möchtet ihr euch im Nachhinein... Ja? Schnappi. Die Redaktion war da auf jeden Fall, hat ein bisschen weiter zurückgeschaut. Unser peinlichster Lieblingssong war sowohl Toxic von Britney Spears als auch, also das wurde ein bisschen von der Moderatorin geprägt, Not in Love von Enrique Iglesias. Aber der war gut, der war gar nicht so schlecht. Der war schon, war ein super Song. Dann fanden wir ganz interessant, wie oft war mein Studiopublikum in diesem Jahr, also in dem vergangenen, verliebt. Und es kam tatsächlich ein Durchschnitt von 4,2 Mal raus, während sich in unserer Redaktion, wir sind da so der beständige Typ, ne? Wir arbeiten also sehr, sehr viel. Man darf ja, bei Viva heißt das never fuck the same Kostenstelle. Also man darf durchaus in der, Viva ist ja sehr groß, noch sehr groß, da darf man quasi, bei Viva darf man ficken, aber nicht im engeren Umfeld. Deswegen never fuck the Kostenstelle. Ist eine ganz wichtige Information, habe ich auch. Nee, ich glaube, oder? War da eine... Moritz, warst du gleich die Kostenstelle? Nee. Weiter geht's mit der Überschätzung des Jahres. Da war ich traurig. Da haben vier Leute, und das war die Mehrheit von euch 40, Anke Engelke gesagt. Anke Engelke war nicht überschätzt. Die war nur verkannt. Die Leute haben sich verstanden. Die Leute waren böse. Die Leute waren das Feuilleton. Das Feuilleton war böse. Anke Engelke wurde nicht überschätzt, sondern unserer Meinung nach... Jetzt die klugen Leute von euch werden merken, dass das gar nicht im letzten Jahr war, sondern dieses Jahr. Unsere Überschätzung war Sarah Biasini, die fette Tochter von Romy Schneider. Alle Leute mit diesem blöden Zweiteiler, der gerade kam. Die Frau hat ein Gesicht wie ein Kasten und spielt aber so eine total zarte, süße Powerfrau. Und alle Leute hypten das, die Tochter von Romy Schneider, die ihr Charakter. Und dann war die einfach nur wie so ein Pferd. Oh, wie so ein Pferd in diesem Film. Fanden wir ganz schlimm, finden wir die Überschätzung dieses Jahres quasi. Und die Hoffnung dieses Jahres ist, für euch Kinder zu bekommen. Das finde ich eigenartig. Wir hoffen darauf, dass Christian Ulm weiter Fernsehen machen kann. Das war ein kleiner Überblick über diesen Poll. Ich möchte aber trotzdem, da waren ein paar sehr, sehr eigenartige Antworten bei. Und wer es euch nicht ausmacht, würde ich jetzt diverse Leute im Publikum outen. Wir fangen mal an mit demjenigen, der als Held des Jahres... Oh, Sarah Kuttner wurde auch einmal genannt. Wer von euch war denn der Schleimscheißer? Komm, ganz ehrlich, wer hat Sarah gesagt, gib direkt ein Geschenk? Wie, jetzt steht ihr nicht mehr dazu? Wisst nicht, ich bin, kann man sagen, ich bin schon okay. Ich bin auf Platz 3 von der Specks beste Musiksendungliste. Und vor Lukas Hilbert, Arschloch des Jahres. Ronny, machen wir uns nichts vor. Ich weiß, dass du derjenige warst. Warum bist du so ein geiler Typ? Einfach nur so, aber ich habe keine Helden, deswegen habe ich gedacht... Du bist doch nicht besser als Adam Green. Ist das deine Freundin? Ja. Ist er besser als Adam Green? Ja, ich denke schon. Dann sing mir jetzt mal Emily vor. Nee, ich kann nicht singen. Gut. Ich finde es aber, machen wir uns jetzt vor, ich finde es fair, dass du deinen Namen genannt hast dabei. Vielleicht hast du keine Freunde jetzt mehr, aber es war trotzdem sehr schön. Dann bei der Überschätzung des Jahres hat jemand gesagt, dass er seine eigene sportliche Leistung überschätzt hat, denn es wurden zweimal der Arm gebrochen. Der gleiche Arm in diesem Jahr. Wer war das denn? Joscha steht hier. Wer ist Joscha? Joscha,
Joscha, wie konnte das passieren? Das erste Mal war beim Fahrradfahren, bergab, zu schnell, zu weit, zu tief. Und du dachtest, ich bin ein geiler Typ, ich fahre so schnell wie möglich. Ja, hingefallen. Schneller. Wieder aufgestiegen, gedacht, einmal mache ich noch. Nee. Da hatte ich ein Rad zwei Monate den Gips ab, da bin ich zu schnell die Treppen hochgegangen. Du verarschst mich doch, wie kann man bitte zu schnell die Treppen hochgehen? Ja, man hat Sachen in der Hand. War es der gleiche Arm? Ja, sicher. Du super Typ. Ja, ne? Sehr schön. Eins hatten wir noch, das wollte keiner sagen. Ich fand es aber so schön, die Hoffnung des diesen Jahres, da hat sich jemand gewünscht, in die Pubertät zu kommen. Das warst du. Das wird schon. Ja, ich hoffe das auch. Und das ist wirklich keine Sache, die man sich wünschen sollte. Pubertät macht keinen Spaß. Also ich habe in der Bravo aber gelesen, das sollte eigentlich viel früher kommen. Das war das Schlimme daran. Aber wir wissen noch, was es von der Bravo zu halten gibt. Die Bravo hat auch Adam Green vor ein Skater-Dingsbumsi gestellt. Ich habe die heute noch abonniert. Du hast sie abonniert? Ja. Ich habe ganz starke Hoffnungen auch für dich, für dieses Jahr. Die gehen nur in eine andere Richtung. Aber ich hoffe ganz toll für dich. Ich danke euch sehr, dass ihr da mitgemacht habt. Ich würde gerne wieder zurück zu dem Live-Schild. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Zuschauer sehen, dass das hier eine Live-Sendung ist. Also es könnte echt, wow, es könnte echt alles passieren, ne? Wow, man weiß nie, ob einer von den Leuten jetzt austickt oder so. Es ist echt, echt heißes Pflaster. Wow, das hier ist live, okay? So, dann haben wir das jetzt auch mal gesagt. Es geht natürlich weiter mit den beliebten Rubriken. Viele Leute von euch saßen zu Hause und dachten, Sarah Kuttner fehlt mir gar nicht so. Aber die Rubriken, die immer macht. Und auch diesen Leuten möchte ich die Rubriken wie Zucker in den Mund werfen. Und zwar kommt jetzt Stars machen Rabatz mit The International Noise Conspiracy. Bitte schön. Get rid of the poop shelf in the toilets. It's in the works. I've seen less poop shelves. Since I first came to Germany. Yeah, it's... You still see them every now and then, and it's really disturbing. Doesn't make any sense. The reason why you have a water, like a bowl of water, is so that when you go to the bathroom, it's not supposed to smell. Right. I know Germany is kind of ashamed of its past, but we don't need that poop shelf. Get rid of it, I think. Really, when you go to the bathroom, you're not really supposed to be reminded of what a horrible person you are, so just get rid of the evidence. Yes. Ganz im Ernst, ist das für jemanden, der zuschaut im Fernsehen? Alle Leute erzählen mir immer, live, das ist ein Kribbeln für die Zuschauer. Das ist doch scheißegal, oder nicht? Oder sitzt ihr vorm Fernsehen und denkt, guck mal, wer wird Millionär heute live? Nee, oder? Ist das so wurscht? Wie toll ist das? Ach, ich freue mich. Aber wir sind live, angebermäßig, nur noch zweimal die Woche, aber live. Was für ein super Deal. Jetzt kommt eine kleine Pause. Und nach der Pause kommt Michael Wigge, der sich auf der Premiere von Alexander mal ordentlich daneben benommen hat, aber was sollte er auch machen? Es war natürlich unser Auftrag, der ihn da ereilt hat. Des Weiteren auf der Bühne und im Gespräch der kleine, aber feine Supertyp Adam Green. Bis gleich. Und sie ist live. Es interessiert niemanden, aber falls doch jemand schon seit Monaten vorm Fernseher sitzt und denkt, ist das eigentlich live oder nicht, es würde mich brennend interessieren, haben wir ein kleines unauffälliges Hinweisschild gebastelt, das alle Leute daran erinnert, dass dies hier eine Live-Sendung ist, die man gerne stören kann, nur dass sich bis jetzt noch keiner getraut hat. Ich warte nach wie vor auf Flitzer, ne? Nur dass ihr es wisst, es ist eure Gelegenheit, der Weg ist unglaublich kurz, schnell den Schlüpfer ausgezogen, einmal hier lang gelaufen und da hinten kriegt ihr von meinen Redaktionsmitgliedern die Schlüpfer direkt wieder in die Hand gegeben. Also es ist echt ganz, ganz einfach. Adam Green ist heute zu Gast und da ist eine Spinne auf dem Fußboden. Da ist ein Tier. Da. Wenn eine Live-Sendung ist, dann kann man auch im Fernsehen Tiere töten. Das hier ist ein Käfer. Ja, was wollt ihr denn mit nach Hause nehmen oder was? Man merkt, dass
dass die Hälfte von euch eher so Peter-Anhänger ist und die anderen aber alle so, komm, heute gehen wir Steak essen. So, aber Mom, ihr wisst, wie das ist. Dir ist ganz schwierig, heute noch den Quoten gerecht zu werden. Und du musst polarisieren. Du musst Blut, Sex, Titten, tote Tiere und so. Und das ist echt, sorry, ich muss das machen. Da hat Dieter Gorni gesagt, dass ich das machen soll. So, was wollte ich eigentlich sagen? Adam Green ist zu Gast. Des Weiteren Michael Wigge. Ist ja eigentlich vollkommen klar, dass Michael Wigge, das ist ein Name, der öffnet dir sofort alle Türen. Und wenn die erstmal offen sind, die Türen, dann quetscht sich der Michael da auch relativ aufdringlich rein. Hat er jetzt auch gemacht. Und zwar war vor ein paar Tagen oder Wochen oder Jahren, was weiß ich, die Premiere von Alexander, ne? Der Film über den bisexuellen, aber das darf man, glaube ich, mal gar nicht sagen. Fakt ist, da spielen Colin Farrell mit, Angelina Jolie, Oliver Stone. Und wir haben Michael Wigge hingeschickt und ihn gezwungen, so lange wie möglich beim Interview mit berühmten Leuten deren Hand zu schütteln. Und ich kann euch eins sagen, es wird einem wirklich ganz gruselig, wenn man zuguckt. Michael Wigge lässt diese Hände einfach nicht los. Zu Recht verdient er diesen Applaus. Es ist wirklich schlecht geworden beim Gucken. Wir gucken uns das ja mal vorher an, damit wir sehen können, was wir euch so zumuten können. Und es ist ganz schlimm, oder? Man leidet die ganze Zeit mit und denkt so, jetzt lass ihn los, ist egal, dann hast du halt nicht geschafft. Nicht noch mehr anfassen. Sehr gut gemacht. Michael, meinen Respekt hast du. Wir machen eine kleine Sache. Morgen zu Gast, ich weiß, heute totaler Fokus, Adam Green, alles wahnsinnig, aber morgen auch nicht schlecht, denn morgen kommt Tokotronic. Und die machen ja nun nicht wirklich jeden Scheiß. Vielleicht hat ihnen irgendjemand gesagt, dass das hier kein Scheiß ist. Die werden schon noch sehen. Jedenfalls sind die morgen zu Gast und sie werden mit uns reden. Und das hat uns veranlasst zu denken, yes, wir machen wieder Cash for Questions. Nochmal zur Erinnerung, Cash for Questions bedeutet, ihr stellt der Band total unangenehme Fragen, die wir uns nicht trauen zu fragen. Und wir bezahlen euch dafür. Ihr ruft also quasi an unter einer Telefonnummer, die nur ist 01378 40 2040. Da sagt ihr drauf, ich habe eine Frage an Tokotronic und dann eine total miese Frage oder wenigstens eine, von der ihr denkt, ah, die würde ich denen nicht ins Gesicht stellen. Und wir, wenn wir diese Frage morgen tatsächlich benutzen, kriegt ihr 20 Euro von euch, von uns und wir stellen die dann für euch und im Notfall kriegen wir eine reingedröhnt. Das wird ein totaler Spaß, in jedem Fall. Also ruft an, wenn ihr gemeine, unanständige oder einfach nur schon immer wollte ich die mal stellen an Tokotronic Fragen habt. Ihr kriegt Kilo Kohle von uns und besser kann es eigentlich nicht werden. Bevor jetzt der Adam Green kommt, möchte ich euch noch eine ganz kleine Kleinigkeit zeigen und zwar ist sie Teil des Ausreißers der Woche. Merkwürdigkeiten, oh, Entschuldigung, ich weiß, wir sind live. Kleine Merkwürdigkeiten, die wir ausreißen oder irgendwo finden. Und wir haben aus Versehen in der Redaktion was gefunden, was nur ganz klein, bezaubernd und charming ist, aber doch sehr, sehr eigenartig. Und zwar ist das die Rechnung von einem Pizzaservice. Da haben wir augenscheinlich auf Viacom-Kosten uns eine Pizza bestellt. Und dann fragen die einen am Telefon immer, wo soll das denn hin? Und dann hat augenscheinlich jemand gesagt, ja, Kuttner, die Show. Und das haben die ein bisschen falsch verstanden. Und zwar haben die das an, da, Kuttnati-Show. Wie süß ist das denn? Kuttnati-Show. Niedlich, ne? Mehr war es gar nicht. Das war unser kleiner Ausreißer der Woche. Den fanden wir aber ganz, ganz hübsch. Von der Firma Telepizza. Es ist echt Wahnsinn, wenn man bei einem Fernsehsender arbeitet, dann versuchen alle Restaurants, die sich drumherum befinden, so medienmäßig zu klingen. Also Telepizza und es gibt hier in der Schanzestraße einen Grill, so einen Dönerladen, der heißt Mediadöner oder so. Und im Mediapark, als wir noch im Mediapark waren, gab es da auch einen Dönerladen, der hieß auch Mediagrill oder so. So, kein Arsch geht hin, aber hier sind total viele Medientypen, ne? Mediapizza, da kommen die sofort. Harald Schmidt kommt dann zu uns, Raab, alle essen bei uns. So, jetzt ist Schluss mit Quatsch. Jetzt wird's mal richtig ernst. Bis jetzt konntet ihr euch vielleicht noch ein bisschen zurücklehnen. Jetzt will ich auch den Quatsch hier nicht mehr. Ich will jetzt hier echt volle Kanne Seriosität, weil jetzt kommt jemand, den muss man ernst nehmen. Der ist mir wichtig. Wir kommen nämlich zu unserem Gast und ich möchte jetzt schon mal so ein bisschen aufstehen und mich vorbereiten. Wir haben jemand eingeladen. Der ist unser Held, der ist der tollste Typ, der war schon mal bei uns, hat damals schon einen Song vom neuen Album gespielt, hat keiner mitbekommen oder die Leute, die werten Intellektuellen haben darüber gemeckert, dass wir den in den Kommerz steigern. Jetzt ist er in der Bravo, aber vor allem ist er jetzt auch bei uns. Hände hoch für den kleinen Mann, Adam Green!
Antwort. Wir haben alle. Ey, jetzt ist aber gut. Jetzt ist echt, jetzt wird's ein bisschen respektlos gegenüber der Moderatorin, okay? Die haben alle, die sind nur wegen dir hier. Die haben die ganze Zeit, als ich eben meine Show gemacht habe, haben die geschlafen, teilweise sich unterhalten und so. Und jetzt haben die alle Pipi in den Augen. Die sind alle total glücklich, dass du hier bist. Das sind deine Fans und nicht meine. Oh, very nice. Das war sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank. Oh, er hat thank you zu mir gesagt. Oh, zu mir hat er thank you gesagt. Oh. So, Adam, du bist jetzt ungefähr seit 10 Jahren in Deutschland. Ich glaube, du weißt nicht mehr, wie dein Zuhause aussieht. Und du bist viel hier in Deutschland rumgekommen. Was mich interessiert, hast du in all der Zeit so komische Macken, Kauzigkeiten von Deutschen kennengelernt? Gibt es was typisch Eigenartiges über den Deutschen? No, I don't really notice any difference. Nee, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, den ich bemerkt hätte. Pretty much the same. Ist eigentlich so dasselbe. You know, like, sometimes, I don't know, Heidelberg is nice. Ich weiß nicht, Heidelberg ist sehr schön. Was ist denn, ist Heidelberg, ne? Ich war noch gar nicht in Heidelberg. Aber das kann doch gar nicht hübsch sein. Oh yeah, no, you must visit the castle. Da musst du auf jeden Fall mal hin, und zwar zu dem Schloss in Heidelberg. Ganz easy bleiben. Bist du so ein Typ, der, wenn du frei hast, sich Schlösser anguckt? So jemand, der liest, statt fernzusehen? No, I mean, I just go wherever they tell me to go. Nee, die sagen mir, wo ich hingehen soll. Da gehe ich dann hin. Zum Beispiel auch zur Bravo. Du hast das noch gar nicht gesehen. Wir wollten vorhin, wollte der Adam was sehen. So, Adam, das bist du. Vor dem Bravo-Schild. Oh, yeah, right. Mit dem Pullermann. Yeah, I wasn't expecting to see that. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sind so schön, die schönsten Pullerbilder sind in der Bravo. Wirklich. Wer für 2 Euro was zum abends unterhalten haben will, der muss sich nur die Bravo kaufen. Das ist toll. Willst du was trinken, Adam? Eigentlich? Ich habe hier ein Wasser vorbereitet. Sure, thank you. Ja, sicher, danke. Oh, Sweetie, das Küken ist auch drin. Die haben die Pullerbilder nicht mehr. Da. Yeah, there we go. Da sind sie. Yay! All right, yeah, it's a girl this time. Ja, das war jetzt wohl ein Mädel, ne? Die hat keine Haare. Da ist der Pullermann. Yeah, but mine doesn't look like that. Meiner sieht nicht so aus. Ja. Klar, würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. I'm Jewish, remember? Ich bin Jude. Oh, richtig. Wusstest du das nicht? Du hast gar keine Vorhaut. Ist es? Hey. Stimmt. Also, du hast gar keine Vorhaut. Tut mir leid. Mir ist das zu viel um Sex. Ich muss kurz mal journalistisch werden. Du hast einen gruseligen Knallererfolg auf einmal in Deutschland. Du bist auf Platz 2 der Albumcharts. Das ist gottverdammter Wahnsinn. Oh, ich freue mich. Ja, ich freue mich sehr für dich. Adam Green auf Platz 2. Eins, zwei. Der Albumcharts. Also Platz 2 ist es. Weil alle Leute deine Platte kaufen. Und ich versuche jetzt einen stümperhaften Versuch von mal beschreiben, was an deiner Musik so besonders ist. Weil das sind ja sehr, sehr schöne, berührende, ins Herz gehende Melodien mit einem total bösen, cleveren, harten Text, der gar nicht dazu passt. Und meine Frage ist, ist das einfach die Art, wie Adam Green Songs schreibt, oder ist das ein bewusster Ansatz, Songs zu schreiben? Ich mache das so, wie ich mich fühle. Ich singe so vor mich hin. Und dann schreibe ich auch gleichzeitig die Musik. Der Text und die Musik, das läuft dann so. Ja, ist aber nicht so toll. Oh Gott, oh Gott. Die dritte Platte von Adam Green, vierte. Oh Gott, Wahnsinn. Mach's mal hier ans Mikro. Nee. Ich hab noch ein bisschen herumgesummt. Ist nicht so toll. Oh, Wahnsinn! You know, oh Gott! Just, warum klatscht ihr denn überhaupt? So toll ist das gar nicht. Ich singe mir so ein bisschen was zusammen. Und dann überlege ich mir natürlich, welche Akkorde für die Gitarre dann kommen sollen. Und das ist alles auf der Platte drauf, die neue Platte Gemstones. Und die ist so schön. Die ist ein bisschen anders. Alle Streicher sind weg. Alle Streicher, die wir lieb gewonnen haben. Aber sie ist sehr, so ein bisschen rhythmischer, immer noch sehr bezaubernde Melodien und sehr, sehr schöne Texte. Und die muss man nicht kaufen, damit er weiterhin auf Platz 2 der Albumcharts bleibt. Ich muss eins loswerden. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht persönlich. Aber ich finde,
deine Bühnenpräsenz unglaublich verwirrend. Und zwar stehst du auf dieser Bühne und du bist ja eigentlich jemand, der weiß, was er will, wo er hin will, was er nicht will. Und du stehst auf dieser Bühne so total zerbrechlich und man will dich die ganze Zeit streicheln und festhalten und zurück zu Mama bringen. Und auf der anderen Seite, guckst du Leuten aber total in die Augen beim Singen. Und ist dieses Unbeholfene, ist das Teil des Plans oder bist du das einfach? Oh, there's no big idea. Es gibt da keinen riesigen Plan. Ich bin einfach nur der gute alte Adam, so mache ich das. Ich mache das so, wie ich mich fühle. Ich bin ja auf der Bühne nicht immer gleich. Aber man hat ganz oft das Gefühl, dass du so eine komische Distanz zu deinen eigenen Songs aufbaust. Spinne ich oder ist das so? Du bist manchmal... Oh, you know, I think... I don't know. It's keine Ahnung. Songs for me is it's like a hobby, you know. Das ist wie so ein Hobby, wenn ich Songs mache. Like a fortunate amateur that got. Ich bin irgendwie so eine Art Amateur, der Glück gehabt hat und in den Medien auftreten kann. So fühle ich mich manchmal. Yeah, it's something I write the songs when I'm like. Ich schreibe die Songs, wenn ich Spaß habe. Das ist jetzt nicht so eine Art Therapie. Es ist schlimm, wenn man sowas machen muss. Und man sieht dann, wie die Leute diese Songs dann präsentieren und die müssen dann irgendwie mit ihren ganzen Problemen auf dich draufkotzen. Bei mir ist das nicht so. Die müssen einen unterhalten, mich natürlich auch. Die Leute müssen Spaß haben, wenn die bei meinen Konzerten stehen. Deine Bandmitglieder sagen über dich, dass du der allerliebste, umgänglichste Mensch der ganzen Welt bist und beim Arbeiten. Und du, echt? Ja, aber du sagst, dass du ein Diktator bist beim Arbeiten. Jetzt wärst du für mich quasi der freundliche Diktator von nebenan. That's right. Das stimmt. Friendlier than your boy. Wahrscheinlich ein bisschen freundlicher als die anderen Jungs. Böse, laut, gemein? Was muss man machen, damit du anfängst zu brüllen? Wenn ich mir so eine Vorstellung gemacht habe, wie ein Song klingen soll. Das klappt nicht. Naja. Ich höre was in meinem Kopf und wir arbeiten dann so lange, bis es klappt. Und wir haben ja nur gute Musiker in der Band. Wir sind ja schon seit einem Jahr zusammen auf Tour. Wir wissen, wie wir zusammen arbeiten müssen. Und wir haben keine Ego-Geschichten in der Band. Die Sachen soll einfach nur so klingen, wie es richtig klingen soll. Ich will wissen, wie das klingt, wenn du schreist. Sure, I mean, ja klar, all the time, it's natürlich werde ich sauer. You know, I hate people, you know? Manche Leute hasse ich ja auch, Menschen vielleicht im Allgemeinen. Können wir versuchen, gemeinsam unglaublich laut und böse zu werden, jetzt? Das wäre nicht okay, so behandelt man auch seine Gäste nicht. Man versucht die doch nicht sauer zu machen, das geht doch nicht. Man kann seine Leute nicht so behandeln. Ja, aber ich will hier, dass du richtig so... Scheiße! Zum Kotzen! Please. Bitte, beruhig dich, junge Frau. Ich bin einmal wütend. Ich wette, du kannst nicht so richtig wütend werden. Ich find's trotzdem, aber wie schön wäre das, oder? Wenn der jetzt aufsteht und das Wasser runterschmeißt und das, finde ich, alles schrecklich sagt. Warum soll ich denn sauer sein? Das ist jetzt meine Riesenwoche. Ich gehe jetzt auf die Nummer 1. Ist ja nur noch ein Platz. Bist ja auf Platz 2 der Albumcharts. So, wir machen jetzt hier keinen Quatsch mehr. Eine Sache noch. Ich sehe tatsächlich ein kleines Problem. Du wirst jetzt sehr, sehr bekannt in Deutschland, was eine gute Sache ist. Du wirst viel Geld verdienen, viele Leute lernen endlich wunderbare Musik von Adam Green kennen. Mein Problem ist, damit wirst du irgendwann sehr, sehr große Hallen füllen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass sich in einer Riesenhalle die Musik nicht so richtig vermittelt, die du machst. Du machst so viel Sinn mit einem kleineren Publikum. Hast du davor selber ein bisschen Schiss? Keine Ahnung. Wenn das passiert, dann beschäftigen wir uns damit. Im Augenblick spielen wir ja nicht in Arenen oder Stadien. Das ist ja meistens so eine größere Halle, wo wir auftreten. Wir werden sehen. Manchmal muss ich vielleicht sogar in größeren Hallen spielen, aber ich möchte gerne einfach da auftreten, wo die Leute sich hinsetzen und entspannen können. Wenn du weiter zu Bravo und Popcorn und so gehst, dann wird das irgendwann sehr, sehr voll und dann sitzen die Leute nicht mehr. Dann füllst du das Olympiastadion und so eine Sachen. Der Adam, trotz allem, man weiß ja gar nicht, was man ihm wünschen soll, oder? Man will eigentlich, dass er allen Erfolg der ganzen Welt hat und dass er die meisten Platten von allen Künstlern verkauft. Und dann denkt man sich immer so, nee, so ein bisschen will ich Adam Green für mich alleine haben, aber ich glaube, das können wir spätestens jetzt vergessen. Wir machen eine kleine Pause, danach ist Adam weiter hier, vor allem aber auch auf der Bühne und da spielt er dann Emily und das wird sehr, sehr schön. Und mehr kann ich euch nicht versprechen für nach der Werbung, aber ich finde, das ist jetzt mal wirklich genug, also bis gleich. Okay, dopey. Okay.
diese Sendung. Und das hier ist Adam Green. Adam Green ist hier. War nicht auf der Bühne, da ist sogar im Gespräch. Das ist der echte Adam Green. Ich hab den schon angefasst heute. Adam Green hat diese Platte gemacht. Gemstones heißt sie. So sieht sie aus. Und es, man kann, was soll ich jetzt sagen, ist eine wirkliche Superplatte. Ich habe sie schon gebrannt gehört. Das ist, sollte man das in der Live-Sendung sagen. Habe sie auf jeden Fall schon gehört. Und die ist wirklich toll. Die ist so ein bisschen anders, aber all das, was man an Adam Green liebt, ist da wieder in voller Gänze drauf. Also wirklich kaufen ist ab jetzt im Handel. Und das Tolle ist, dass Adam Green auf einmal auch ein Buch gemacht hat. Und zwar ist es im Suhrkamp-Verlag erschienen, heißt Magazine. Und ist, jetzt unterbricht mich, wenn das Mädchen scheiße redet. It's called Adam Green Magazine. Das heißt Adam Green Magazine. Ich weiß. I can't talk to this woman. Ich kann mit dieser Frau nicht sprechen. Weißt du, vielleicht hören wir jetzt auch einfach an. Das wäre ein guter Moment, um wütend zu werden jetzt. Du könntest aufstehen, du Schlampe, hast dich noch nicht mal vorbereitet, sowas. Ja? Jeez. Meine Fresse. I didn't know what I was in for. Ich wusste gar nicht, was hier auf mich wartet. Ja, aber ey, das ist ja total clever von uns. Ist doch klar, dass ich die ganze Zeit super nett vor der Sendung bin zu dir und so total niedlich und so. Und wenn du hier bist, bist du quasi in der Falle. Aha. Und ich mache ich alles kaputt. Yes, yes. Aber du bist ja auf Platz 2 der Albumcharts. Number 2. Nummer 2. Right. Dieses Stimmt. Buch, lass mal schnell darüber reden. Das kommt morgen in die Läden und ist, sind Sachen Hirngrütze. Also yeah, im positiven Sinne. It's half of it is like poems and the other half is die eine Hälfte sind Gedichte und das andere sind einfach so ein paar Zeilen, die ich mal aus dem Computer geschrieben habe oder aus dem Tagebuch. Warum wollen die Deutschen da? Warum passiert sowas nicht in deinem eigenen Land? Was jetzt ja total super ist, dein Land. I don't know. I mean, why do you think? Keine Ahnung, was meinst du denn? Keine Ahnung, ich weiß, ich meine, ich glaube nicht, dass da der fehlende Erfolg von dir in den Staaten mit gewissen Worten zu tun hat. Also wenn du irgendwie Muschi und Penis und so sagst, so prüde kann Amerika ja dann doch nicht sein, oder? Well, I think it's a lot of it is the media here does have more liberal mindset. In Europa kann man mehr sagen. Europa ist liberaler. Und was die Texte angeht, stimmt das natürlich auch. Und ich habe auch die Songs natürlich ebenso gestaltet und deswegen werde ich in Amerika nicht gespielt und auch im Fernsehen nicht. Und in Magazinen bin ich auch nicht drin. In Amerika ist das nicht so, dass viele Leute meine Musik jetzt so kennen würden und sagen würden, ich mag das nicht. Ich glaube, wenn viele Leute meine Musik kennen würden, würden die wahrscheinlich sagen, alles klar, da kann ich mich drauf beziehen. Aber die werden wahrscheinlich die Musik nie zu hören bekommen, wegen der ganzen Mediengeschichten, wie die funktionieren. Ich liebe, dass du hier so viel Erfolg hast, weil dann kannst du immer sehr viel hier sein. Du wirst die ganzen nächsten Wochen sehr viel touren in Deutschland und vor allem jetzt auch mal bei uns Musik machen mit deiner Band. Die schon da yes, stehen. Right. Du kannst, wenn du möchtest, schon mal rübergehen. Ich danke dir sehr. Ich werde dich gleich nochmal gebührend verabschieden. Du yes. machst jetzt hier eine Musik. Und zwar mit der Band, die bei dir auch im Vorprogramm spielt. Das wusste ich gar nicht. Thing ear, Nein. Kann ich das aus dem Ohr nehmen? Das bleibt drin und ich rede die ganze Zeit. Ich rede die ganze Zeit. Natürlich kannst du es rausnehmen. Vielen Dank, Adam Green, für euch auf der Bühne mit Emily. Underage, honky tried to shoot me with a 7-gauge. Now I got
tell you something that you think I'd know. I got 2 tickets to the sold out show. Some of the fellas like to think I'm Greek. I wanna love you maybe 3 days a week. Oh, I just don't care about the evening news. I never listen to the crack house blues. I wanna be with what the people see. I wanna dance with Emily. I wanna dance with Emily. Das war mal der wunderbare Adam Green. I'm so. For the band, I almost forgot to mention you. Thank you very much. You're not only musicians of Adam Green, you are a band which is a support band of Adam Green as well. Ihr seid auch die Vorgruppe weird, von Adam Green. Das ist ein bisschen komisch. Weil hier Adam Greens Band ist quasi noch eine eigene Band. Wo sind wir denn? Also die im Vorprogramm von Adam spielen, was eine Wahnsinnssache ist. Insofern, thank you all for coming again and I hope to see you soon. And Adam, we have to take this picture. I know of course. You hate it. Ah, selbstverständlich. But you can do it with the band if you feel more comfortable then. Oh, sorry, klar. Der Dandy. Adam Green, der Dandy. Warte. Ready? Aha. Ah. What can I say? You're gorgeous. Thank you so very much. Adam Green, da kann man sich ruhig mal befassen. See you soon. Adam Green mitbekommen hat, wirklich, ich leg's euch ans Herz, kauft euch die Platte. Ohne, ich verdiene da nicht einen Pfennig dran, ich verspreche es. Gemstones heißt sie, so sieht sie aus. Und dieses Buch ist vielleicht tatsächlich nicht für jeden was, aber eine sehr schöne englischsprachige Sammlung von Texten, Sachen, Zeilen, hat er eben gesagt, von Adam Green in diesem Buch, das es auch ab jetzt zu kaufen gibt. Und ey, geht aufs Konzert. Der ist jetzt wirklich, glaube ich, noch 8 Wochen in Europa und Deutschland. Guckt euch es an, es ist wirklich super. Sogar meine Mama hat nach der Sendung im August gesagt, ach, guck mal. Das hat mir aber gefallen. Das ist ja ein süßer Typ, hat sie gesagt. Also wirklich, guckt euch das an, der ist auf Tour. Ansonsten bin ich sehr stolz, dass er hier war. Das mit dem ganzen Live-Quatsch hat ja soweit funktioniert. Wenn jetzt noch jemand flitzen möchte, wir haben 1:30 noch, ganz im Ernst. Jemand noch mal schnell nackig machen? Adam vielleicht? Nein. Dann sage ich noch schnell, wer morgen zu Gast ist. Und zwar eine Band, die 3 super Typen, ich glaube inzwischen 4, super Typen sind, die es schon seit über 10 Jahren gibt und die wahnsinnige, teilweise für mich sehr anstrengende Musik machen, aber so sehr bei sich selbst geblieben sind und immer dafür sorgen, eher einen schweren Weg zu gehen als den einfachen Weg und damit aber genau das Richtige geschafft haben, sich nämlich all ihre Fans über die Jahre zu behalten, haben ein wunderbares Album gemacht über Vernunft bzw. Unvernunft und zwar ist die Rede von Tokotronic. Mit denen werden wir morgen reden, über wie toll es ist, unvernünftig zu sein oder nicht. Ihr werdet morgen natürlich einen neuen Beitrag sehen, ne Mats, ne, von Sarah Guttner. Einer muss es ja machen, aber glaube ich morgen einen tollen neuen. Des Weiteren wird auf der Bühne ein Junge mit einer Gitarre sein und zwar ist das der Clouseau und es bleibt mir nicht viel mehr übrig zu sagen, als dass ich hier einen ganz großen Spaß hatte in dieser Sendung. Es war leidlich, wir waren ein großartiges Publikum und ich hoffe, ich habe euch ausreichend mit Adam Green befriedigt, das habe ich wohl. Insofern vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns und zwar im besten Fall morgen. Auf Wiedersehen!